So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zum dritten Part dieses kleinen Kerbal Space Program Let's Guide Let's Plays oder so. Dieser Let's Guide Serie, I guess. Ja, wir fangen diesen Part mal erstmal mit etwas anderem ganz Wichtigen an, nämlich. Und damit könnt ihr euch viel Zeit und Ärgernis sparen. Wir drücken erstmal auf Escape und öffnen hier das Pausenmenü und gehen auf Settings. Oh, kann man das hier überhaupt einstellen? Ich weiß das gar nicht. Im Hauptmenü kann man es auf jeden Fall einstellen. Ich glaube, hier kann man es nicht einstellen. Glaube ich sogar fast. Kann man das hier einstellen? Ne, hier kann man es gar nicht einstellen. Okay, der Moment. Kurzer kleiner Cut. So, wir befinden uns jetzt im Hauptmenü. Ihr geht einmal auf Settings im Hauptmenü, auf Einstellungen. Und dann habt ihr hier so einen schönen Punkt. Der ist bei euch, leuchtet der wahrscheinlich standardmäßig. Ich weiß nicht, wieso der standardmäßig an ist. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber hier ist so ein schöner Punkt, da steht Auto Hide Navball im Map View. Man hat mir in den Kommentaren dazu geraten, oder was heißt dazu geraten? Man hat mir in den Kommentaren verraten vielmehr, dass man das ausschalten kann, dass der Navball, also dieser Ball hier unten in der Mitte, dass der, wenn man die Map View öffnet, nicht jedes Mal immer gehidet ist, also nicht immer weg ist. Und man kann das ja ausschalten. Also ihr müsst einfach nur dieses grüne Lämpchen hier wegmachen, dann drückt ihr auf Apply und dann versteckt sich der Navball nicht immer, wenn man die Map View aufmacht, was sehr praktisch ist, weil es gibt keinen wirklichen guten Grund, den Navball jemals verstecken zu wollen, in meinen Augen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals gedacht habe, oh boy, ich wünschte wirklich, dieser Navball wäre gerade nicht da. Gut, so, ich starte wieder ins Spiel rein und dann hören wir uns gleich wieder. So, und nach diesem, I guess, nützlichen kleinen Tipp geht es jetzt wirklich los mit der Folge. Wie gesagt, das ist eine Sache, die hat mich in meinen 150 Stunden, oder wie lange auch immer ich Spielzeit im Spiel schon habe, hat mich das immer mega genervt und gestört. Außerdem haben wir eventuell noch irgendwo von der einen Rakete, die wir letztes Mal gestartet haben, haben wir doch eventuell noch irgendwo Debris, oder? Toggle Sights, und das sind Sights. Haben wir kein Debris? Anscheinend nicht. Haben wir nicht einen Teil der Rakete abgesprengt? Ja, vielleicht ist es einfach komplett zerstört worden beim Aufschlag auf dem Planeten oder so. Keine Ahnung. Egal, gut. Diese Folge geht auf jeden Fall ans Orbiten. Wir werden die erste Rakete in den Orbit schicken. Zumindest ist das soweit der Plan. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Folgendem an, nämlich mit dem Bau der Rakete einfach. Wobei, warte, wie viel Science haben wir? Vielleicht können wir noch irgendwas freischalten. Ich glaube aber nicht. Ich meine, ich habe am Ende der letzten Folge schon alles freigeschaltet. 34 Science, wir gucken nochmal kurz nach. So sieht mein Tech Tree aktuell um uns aus. Survivability. Für 15 Science könnte ich mir das jetzt schon holen. Ich glaube, da ist auch gar nichts dabei, was ich unbedingt bräuchte. Nee, soweit ist erstmal alles okay. Ich würde sagen, wir bauen es mit. Ihr habt ja gerade gesehen, ihr könnt gerne auch nochmal zurückspulen auf Pause gehen. Das ist mein aktueller Tech Tree. Falls ihr hier along played, falls ihr hier nebenbei quasi selber Kerbal Space Program spielen, das wirklich als Guide nutzt, könnt ihr mir das hier gerne nachbauen. Wir fangen an mit einem Command Pod und setzen erstmal den Parachute drauf. Das ist immer erstmal das Wichtigste. Nicht, dass wir es am Ende vergessen und die Rakete nicht recoverbar ist, beziehungsweise der arme Kerbal da drin und sterben muss. Weil wir die Rakete nicht wirklich landen können. So, wobei, das müssen wir gar nicht machen. Wir fangen. Oder doch, fangen wir von null an. Fangen wir direkt nochmal von null an. Ich habe theoretisch noch die eine Rakete, den Orbiter MK1 oder sowas. Das habe ich, glaube ich, genannt. Davon habe ich theoretisch noch eine Speicherdatei, aber wir fangen nochmal from scratch an, damit ihr hier mitbauen könnt. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Genau, so, da könnt ihr jetzt nämlich hier nebenher mitbauen. So, wir fangen erstmal an mit dem Decoupler. Ich hoffe, ihr habt auch schon die Decoupler unlocked, zumindest auf jeden Fall diese Decoupler, die sind auf jeden Fall sehr wichtig. Die sind noch nicht so wichtig, aber die hier sind sehr wichtig, diese Decoupler. So, wir fangen an damit, dass wir, ich glaube, kann auch reinzoomen mit Shift, genau, mit Shift und Maus, kann man reinzoomen. Wir packen einfach erstmal die Decoupler unten drunter, damit wir alles absprengen können später, alles andere. Dann würde ich sagen, einfach nur, weil es sich anbietet, packen wir auch nochmal ein paar Science-Experimente hier dran. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich glaube, der wäre da, das heißt, wir packen die schön seitlich hier dran natürlich, möglichst weit nach oben, denn umso weiter oben die sind, umso weniger atmosphärischen Drag kriegen die, oder was heißt Drag, atmosphärische Hitze kriegen die ab, weil ihr seht es ja, ne? Die Rakete wird nach oben schmaler und ne, hier unten, der breite Teil der Rakete schützt quasi die Teile, die hier oben hinter dem Profil der breiten Rakete sind beim atmosphärischen Wiedereintritt. So, wenn ihr versteht, was ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ich habe mich gerade verständlich ausgedrückt. Ich klatsche auch nochmal zwei Thermometer hier dran, weil wieso nicht? Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Die geben uns auch nochmal ordentlich Science. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Gut. So. Damit haben wir jetzt schon mal unsere Kapsel selber. Das ist der Part, der später dann irgendwann, sollten wir das Ding irgendwann nochmal landen wollen, was wir wahrscheinlich tun werden. Das ist der Part, den wir dann später wieder landen werden. Jetzt geht es aber an die eigentliche Rakete. So, und ich habe ja schon mal gequatscht über TVR, also Thrust-to-Weight-Ratio und Delta-V, was um uns für Delta-Velocity steht, also Delta-Geschwindigkeit. Das gibt im Endeffekt, das habe ich ja schon mal, das habe ich schon mal erklärt, ich glaube, im ersten Teil dieser Serie. Delta-Velocity oder Delta-V steht einfach quasi für, wie viel Treibstoff eine Rakete hat, aber umgerechnet in Geschwindigkeit. Also quasi, wenn ich jetzt hier so ein Ding dran klatsche und ist so ein Triebwerk unten dran, ne, nehmen wir jetzt auch mal das hier, ist ja egal welches, dann steht hier, wir haben 1047 Delta-V oder Meter die Sekunde Delta-V, das heißt, so viel Geschwindigkeit kann diese Rakete theoretisch gesehen produzieren mit diesem Triebwerk und also mit diesem Triebwerk und diesem Treibstofftank. Gut, wir wollen aber ein bisschen mehr. Wir brauchen nämlich, wir brauchen, ich glaube, 3400 Delta-V sind das, um in Orbit zu kommen. Und da wir natürlich nicht perfekt fliegen werden, oder da ich das wahrscheinlich jetzt nicht auf Anhieb perfekt schaffen werde,
Vor allem nicht mit den wenigen Bauteilen, die ich jetzt hier habe. Ich bin etwas limitiert, logischerweise, noch wegen meinem Science Tree. Werden wir wahrscheinlich so, ich weiß nicht, sagen wir mal 4000 oder vielleicht noch ein bisschen mehr Delta V einpacken in diese Rakete, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich klappt. Ich würde euch das übrigens auch empfehlen, dass da solltet ihr nicht knauserig sein. Da solltet ihr wirklich, was ist denn das? So, kleiner UI-Bug da gerade. Ihr solltet da definitiv nicht knauserig sein. Ich muss gerade nachgucken. Nehmt bitte das Gimbal-Triebwerk hier, übrigens. Also, ich nehme jetzt erstmal zwei Treibstofftanks und packe dann hier dieses Triebwerk hier. Das Swivel-Triebwerk unten drunter, das hat nämlich Gimbal und Gimbal bedeutet, dass das Triebwerk steuern kann. Also, dieses Triebwerk kann sich quasi ein bisschen drehen und kann dann die Rakete mitsteuern, was sehr wichtig ist. Nicht das hier nehmen, nicht das Reliant-Triebwerk, sondern das Gimbal-Triebwerk. Ja, aber ihr werdet auf jeden Fall mindestens 3400 Delta V brauchen. Wie gesagt, seid da lieber nicht knauserig. Wie ihr seht, das sind jetzt 2600 Delta V. TWR muss übrigens über 1 sein. 1 bedeutet, ihr kommt nach oben. Also alles über 1 bedeutet, ihr kommt nach oben. Alles unter 1 bedeutet, ihr kommt quasi nicht nach oben. Also 1 bedeutet, ihr könnt quasi in der Luft schweben, wenn das Triebwerk auf volle Leistung ist. Alles über 1 bedeutet, ihr kommt actually nach oben. Ihr habt actually Auftrieb quasi, wenn das Triebwerk auf maximale Leistung ist, zumindest auf jeden Fall. Und dieser Maxwert gibt an, wie viel TWR ihr dann habt, wenn alle Treibstofftanks quasi fast komplett leer sind, weil die halt auch noch ein Eigengewicht haben. Logischerweise geht dann der TWR-Wert hoch, weil die Rakete dann weniger wiegt. Gut, so, das reicht aber noch nicht. Ich würde sagen, wir packen da vielleicht noch ein drittes Triebwerk drunter. Drittes Triebwerk, sage ich schon, einen dritten Treibstofftank. So, jetzt haben wir hier drei dieser dicken, großen Treibstofftanks von den FLT-400 Treibstofftanks. Jetzt haben wir immer noch eine gute TWR und schon einen ganz guten Delta-V-Wert, ganz guten Delta-W-Wert. Allerdings reicht es noch nicht ganz aus und generell ist es um uns auch in der Regel nicht so eine allzu gute Idee, so lange Stabraketen zu bauen. Das geht meistens, also nach meiner Erfahrung geht es meistens nicht so wirklich gut. Deswegen werden wir die Rakete jetzt auch noch in die Breite etwas erweitern. Später ist es sehr wichtig, wirklich nur noch zwei Booster-Triebwerke, also nennt man das. Später ist es wichtig, nur noch zwei solche Booster anzubauen. Oder immer nur in zwei Gruppen Booster anzubauen. Jetzt ist es aber noch egal, denn wir haben noch keine sogenannten Fuel Ducts, also quasi Treibstoffschläuche unlocked. Deswegen ist es erstmal egal. Wir platzieren jetzt direkt mal vier Stück davon, also noch ist es prinzipiell nicht so wichtig. Wir haben leider auch noch keine Struts unlocked. Das sind, also es gibt quasi Treibstoffschläuche. Die sind sehr wichtig, aber dazu kommen wir erst später. Das ist erstmal nicht so wichtig. Das ist jetzt hier unsere erste Rakete, die wir in Orbit schießen. Deswegen, und das haben wir auch noch nicht unlocked, deswegen noch ist es nicht so wichtig. Aber wir haben weder Treibstoffschläuche noch Struts. Und Struts sehen fast genauso aus, nur dass sie halt anstatt gelbe Treibstoffschläuche sind, sind das quasi Metall. Ja, wie nennt man das? Metallstangen mehr oder weniger, die die Rakete halt stabil halten. Die haben wir leider auch noch nicht unlockt. Das bedeutet, die Rakete wird ein bisschen wackeln und wobbeln wahrscheinlich, weil das hier halt alles nicht so ganz stabil ist. Das ist der einzige Punkt, an dem die Booster befestigt sein werden an der Hauptrakete. Aber das macht ja nichts. So, was geht gerade meine Maus ab? Was zur Hölle war das? Meine Maus wurde gerade irgendwie in die Mitte des Bildschirms gelockt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da gerade passiert ist. Aber egal. So, ich würde sagen, da klatschen wir jetzt. Ich glaube, fast drei sind ein bisschen viel. Das ist ein bisschen Overkill. Wir machen mal. Vier sage ich schon. Drei sage ich schon. Vier sind's. Wir machen mal nur drei Booster-Triebwerke hier dran, glaube ich. Das sollte erstmal genügen. Und dann klatschen wir hier vielleicht. Ja, klatschen wir hier nochmal. Bisschen mehr Treibstoff dran, just to be sure vielleicht. Warte, wie viel kostet das? Da unten steht der Preis. 11k kostet die Rakete. Die ist relativ billig noch. Ich finde, das geht. Und dann nehmen wir jetzt auch wieder die Swivel Engine. Wie gesagt, diese Engine hat Gimballing. Das heißt, diese Engine wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass unsere Rakete ein bisschen stabiler fliegt. Allein deswegen sind die Booster schon praktisch, weil wir dadurch ein bisschen mehr Stabilität kriegen, weil diese Triebwerke halt mitsteuern können. Sobald wir die aber abspringen, weil die Tanks leer sind, wird unsere Rakete ein bisschen instabiler werden. So, jetzt ist wichtig, im Staging darauf zu achten, wie wir die Rakete stagen. Und wir stagen die nämlich ein bisschen anders. Wie ihr seht, wir haben uns insgesamt 4700 Delta V, was mehr als genug sein sollte. Wir werden jetzt dieses Stage, man kann hier oben auf diese Balken kann man draufklicken, dann kann man das Stage hin und her schieben, wie ihr seht. Und dieses Stage, diese Abspring-Stage, wenn man hier rüber geht, wird angezeigt, welches Part quasi aktiviert wird. Und das ist halt dieser Decoupler. Wenn der aktiviert wird, werden diese Triebwerke halt abgesprengt, logischerweise. Die wollen wir erst später aktivieren und wir wollen dieses Triebwerk hier, das nehmen wir jetzt. Und ziehen wir hier runter in diese Stage, denn wir wollen alle Triebwerke gleichzeitig aktivieren. So, und damit haben wir jetzt effektiv ja, drei Stages. Wir zünden erst alle Triebwerke, dann sprengen wir hier die Booster ab, dann sprengen wir den ganzen Rest ganz am Ende irgendwann ab und zu guter Letzt logischerweise öffnen wir den Fallschirm, wenn wir dann wieder landen wollen. Gut, das nennen wir jetzt Orbiter MK1. Ich glaube, das letzte Raumschiff hieß auch Orbiter MK1. Ich hoffe mal, ich überschreibe das andere Raumschiff damit. Ja, genau. Override oder Raumschiff. Was heißt Raumschiff? Die andere Rakete. So, die haben wir jetzt überschrieben. Und damit haben wir jetzt eine orbitfähige Rakete und die werden wir jetzt gleich starten. Aber erst werde ich einmal nochmal kurz im Contract-Ding nachgucken, ob ich wirklich die Contracts angenommen habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das habe, aber das ist immer wichtig. Ihr müsst unbedingt die Contracts mal annehmen. Hier Orbit Kerbin, die Atmosphäre haben wir schon verlassen. Hier haben wir nur noch Orbit Kerbin hier. Haben wir vielleicht noch irgendwas anderes, was wir direkt machen können? Haul MK16 Parachute into Flight above Kerbin. Ist MK16 nicht der, den wir eh schon angebracht haben? Das könnten wir nämlich dann auch noch erledigen.
Jetzt gucken wir mal kurz nach, welchen Treibstoff, wollte ich gerade sagen, welchen Fallschirm wir da angebracht haben. Ist das eine? Das ist ein MK16 Fallschirm. Seht ihr, da können wir direkt ein bisschen mehr Geld und Science noch mit einstreichen. Indem wir jetzt, ich hoffe zumindest, dass das klappt. So, was müssen wir denn noch machen? Want into flight above Kerbin. Ja, wir müssen damit einfach nur eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Oh, das könnte ein bisschen schwierig werden. Diese Geschwindigkeit vielleicht in genau diesem Rahmen zu erreichen. Aber ich würde sagen, wir werden es mal probieren. Wir werden den Contract mal annehmen. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir es nicht. Wenn wir es nicht schaffen, aber ich glaube, wir haben relativ lange Zeit dafür. Wir haben ein Jahr Deadline. Also wir haben ein Ingame-Jahr Zeit, das zu erfüllen. Das sollte machbar sein. Gut, so, da haben wir jetzt unsere Rakete gebaut. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Aber wenn ihr hier gerade nebenbei herbaut, solltet ihr eh ungefähr dieses Konstrukt jetzt auch gebaut haben. Und I guess das ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, wenn wir jetzt hier auf die Launch-Rampe gehen. Ja, Crafts too heavy. Unable to launch. Das dachte ich mir schon. Wir müssen jetzt nämlich, weil das Ding ist einfach zu schwer, wir müssen jetzt unser Launchpad mal kurz upgraden. Wir rechtsklicken hier aufs Launchpad und klicken dann mal kurz auf Upgrade. Es kostet 50k, aber wir haben genug Geld. Also ich zumindest. Ich hoffe, ihr natürlich auch, wenn ihr hier nebenbei her spielt. Müssen wir das auch upgraden? Ne, es gibt später sogenannte Manöver-Nodes. Die sind sehr, sehr praktisch, aber die können wir, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man die unlockt. Ich hoffe mal, die unlocken sich einfach durch Level von Kerbal oder so. Ich meine aber, man musste dafür auch die Tracking Station upgraden. Ist aber auch erstmal egal, noch können wir die auf jeden Fall nicht unlocken. Stand da zumindest gerade gar nichts von. Aber ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht einmal anzumerken, sollte euch diese Serie gefallen, sollten euch meine Erklärungen jetzt weiter gefallen oder generell, vielleicht habt ihr auch einfach Bock, ein Kerbal Space Program LP zu gucken. Ich werde mal kurz direkt auf Pause gehen, bevor die Rakete hier umkippt. Dann lasst mir doch lieben gerne ein Abo da, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr das tun würdet und ja, gut, würde mich auf jeden Fall auch sehr unterstützen und wenn ihr auf die Glocke klickt, bekommt ihr übrigens auch Benachrichtigungen, wenn zukünftige Videos online gehen, sonst bekommt ihr die nicht immer. Genau, das wollte ich jetzt auch noch anmerken und dann geht es aber auch direkt mit dem Launch hier los. Bevor ich jetzt wieder anpause, wichtig, ihr drückt jetzt gleich auf T, um SAS einzuschalten, sonst kippt die Rakete von ganz alleine um. Also auch in der Luft dann noch später. Ich muss jetzt schnell starten. Ich muss also gleich direkt Space drücken, weil wie ihr seht, ich habe diese Launch Clamps noch nicht. Also die Rakete steht gerade auf einem einzelnen Triebwerk. Die könnte potenziell gleich umkippen. Das wäre nicht so gut. Und Z und X ist, um Throttle zu maximieren oder zu minimieren. Gut, das wollte ich jetzt nochmal alles anmerken und das werde ich jetzt nämlich alles ganz schnell machen. T, Z, Space und die Rakete launcht. Und jetzt fliegen wir erstmal geradeaus nach oben. Das klappt also halt ganz gut. Wie ihr seht, habe ich wieder Jebediah hier drin. Jebediah ist ein Pilot. Das habe ich eh schon mal angemerkt. Piloten sollte man als erstes leveln, weil die hier, da steht ja auch Effekte, zum Beispiel Stability Assist, etc. pp. Also, sie kriegen später diverse Effekte hier aufgelistet, die es euch erleichtern werden, Raketen zu steuern, sage ich mal. Piloten sind da sehr gut für. Und ja, der Navball ist jetzt nicht mehr, den muss man sich erst wieder ausklappen. Sehr schön, wenn man in die Map View geht. Die Map View werden wir gleich auf jeden Fall sehr viel gebrauchen. Uiuiui! Ja, und da müssen wir eben kurz den Flight reverten. Da habe ich gerade den kleinen Fehler gemacht, zu sehr vom Triebwerk runterzugehen. So, wir reverten nochmal den Launch und machen nochmal denselben Spaß von vorne. Ich glaube, bin gerade einfach ein bisschen zu sehr vom Throttle und die Rakete steht um uns gerade. Ich muss also nicht schnell launchen, also alles gut. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu schnell vom, na, wie heißt es? Vom Gasuntergang. Ich wollte ein bisschen zurückfahren, den Throttle ein bisschen zurückfahren, weil ich hier gerade ein bisschen sehr schnell meinen Treibstoff verballert habe. Ja, schauen wir mal, ob wir das diesmal besser hinkriegen. Ich mache jetzt hier einmal kurz einen kleinen Cut und soll ich es nochmal fünfmal das Ganze hier verhauen, dann schneide ich es einfach raus. Deswegen mache ich einfach mal kurz einen kleinen Cut und dann seht ihr nur den finalen Take. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. So, und jetzt seht ihr mich hier gerade wieder in diesem Menü und ihr fragt mich bestimmt, wieso bist du zurück in dieses Menü gegangen? Die Antwort ist ganz einfach. Ich habe es jetzt mehrfach versucht, in Orbit zu kommen der Rakete. Ich hatte immer zu wenig Treibstoff. Man kann das mit der Rakete mit Sicherheit schaffen. Ich bin aber ein bisschen außer Übung und um ganz ehrlich zu sein, da das hier sich ein bisschen auch an Anfänger richten soll, werden wir die Rakete ein bisschen umbauen, weil wenn ich damit schon struggle und ich bin halt recht erfahren im Spiel schon mittlerweile, dann werdet auch ihr wahrscheinlich damit strugglen, deswegen gehen wir jetzt einfach mal hin und klatschen, oh, hoppala, Symmetrie einschalten. Deswegen klatschen wir jetzt hier einfach ein bisschen Treibstoff, noch ein bisschen mehr Treibstoff drauf und dann sollte das schon gehen. Wir sollten außerdem das Triebwerk jetzt hier ein bisschen runter bewegen, damit, weil das ist der einzige Punkt, an dem dieses Triebwerk halt an die Rakete verbunden ist. Wir werden das noch ein bisschen runterbewegen und werden hier einfach noch ein bisschen mehr Treibstoff einpacken. Und logischerweise, mehr Treibstoff bedeutet schlicht und ergreifend mehr Delta V. Wir haben jetzt 4222. Wie viel hatten wir denn vorher? Ja, das ist gar nicht mal so viel mehr Delta V, muss ich sagen. Was wäre denn, wenn ich dieses Triebwerk hier austausche? Ich muss so kurz gucken. Weil das hier ist, glaube ich, ein effizienteres Triebwerk, aber es hat halt weniger. Ja, das sieht doch besser aus. 6000. Genau, wir bauen die Rakete einfach um. Wir bauen jetzt dieses Triebwerk hier ein. Dieses Triebwerk hier hat weniger Thrust. Wie ihr seht, das hat hier nur. Wie viel Thrust hat das denn? 14 und 60. Und das hier hat 167 und 215. Also, das hat viel, viel weniger Kraft als das andere Triebwerk.
Aber das ist um einiges effizienter mit dem Treibstoff. Wie ihr seht, wir haben jetzt hier 6000 Delta V. Damit kommen wir mit Leichtigkeit in Orbit. Also hoffe ich einfach mal. Wir müssen jetzt kurz um das Staging hier fixen und ich rate euch auch dazu, eure Rakete dann entsprechend vielleicht so umzubauen. Übrigens gesagt, das hat den ganz einfachen Grund. Actually, ich bin gerade überlegen, ob wir das Triebwerk überhaupt. Ich glaube, wir bauen das sogar so um, dass wir das in der Staging-Sequenz noch gar nicht einschalten. Wir sparen uns diesen Treibstoff vielleicht einfach erstmal auf. Wir haben nämlich immer noch 2,49 TWR hier. Dann benutzen wir das hier wirklich nur für die Orbit-Manöver später. Genau, so, speichern wir jetzt nochmal so. Ich rate euch vielleicht auch dazu, einfach eure Rakete so umzubauen. Wie gesagt, es ist mit einer anderen Rakete auch mit Sicherheit möglich, in Orbit zu kommen, aber es ist ziemlich schwierig und so wird es um einiges leichter für euch sein, in den Orbit tatsächlich reinzukommen, wenn ihr eure Rakete so umbaut. So, und jetzt stehen wir wieder auf dem Launchpad. Und ich bin zuversichtlich, diesmal wird es klappen. So, und was wir jetzt machen, ich habe jetzt gerade nochmal kurz einen kleinen Cut gemacht, dass ich das rausschneiden kann, soll ich jetzt doch nochmal failen, aber es sollte klappen. So, wir drücken uns auf SAS, wir machen SAS an. Maximieren unseren Throttle und ballern nach oben los, starten unsere Triebwerke. Und was ich euch jetzt rate ist, ihr müsst jetzt gleich aufpassen, das ist nämlich der Fehler, den ich mit der anderen Rakete um uns gerade gemacht habe, bei dem einen Launch, den ich nicht rausgeschnitten habe. Ihr müsst darauf achten, dass der G-Force-Wert hier nicht so hoch wird, denn umso leerer die Triebwerke werden, umso mehr Kraft haben die quasi in terms of G-Force. Also umso mehr Drag wird da quasi erzeugt, weil ihr halt mit Kraft nach oben schießt. Also, ne, die Triebwerke hier werden leerer, die Triebwerke sind schon, die Treibstofftanks werden leerer und das Ergebnis ist, dass ihr dadurch immer schneller beschleunigt und die Atmosphäre ist da nicht so ein großer Freund von, wenn man immer schneller beschleunigt. Deswegen wir jetzt hier ein bisschen vom Gaspedal runtergehen werden, ein bisschen weniger Throttle geben werden im Laufe der Zeit, damit wir hier nicht die Atmosphäre unnötig viel mitnehmen und umso mehr G-Force ihr halt auch habt, umso leichter ist es meines Wissens auch für eure Rakete zu flippen und ihr wollt natürlich nicht flippen. So, und ich würde sagen, jetzt können wir auch unser Main-Triebwerk schon mal anschmeißen. Wieso auch nicht? So, können wir ein bisschen hier runtergehen in Sachen Throttle. Jetzt wird es auch vielleicht langsam Zeit für den Gravity-Turn, oder? Wo sind wir von Upper Upsana? Vielleicht noch nicht so wirklich. So, jetzt müssen wir hier den Thrust langsam mal maximieren. Und jetzt wird Zeit für den Gravity-Turn, würde ich sagen. Bei 25 Kilometern können wir damit langsam anfangen. Wir kippen jetzt rüber in Richtung 90 Grad, gehen jetzt auf die Map-View. Und ihr seht, die Upper Upsis ist mittlerweile schon ziemlich hoch. Und unser Ziel ist eine Apoapsis von mindestens 80.000 Metern, denn ab 80.000 Metern, wir kippen uns um Richtung 90 Grad hier rüber. Das ist der wahrscheinlich einfachste Orbit, den man erstmal establishen kann. Wir kippen uns ungefähr auf diesen Punkt, würde ich sagen, das sieht mir ganz gut aus. Und versuchen jetzt erstmal unsere Apoapsis auf ungefähr 80.000 Meter hochzukriegen. Dann verlassen wir nämlich schon mal die Atmosphäre und ab da geht es dann gleich weiter. So, vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter nach oben. Das ist nämlich praktisch, oder es ist smart, jetzt erstmal weiter nach oben zu bauen. Und dieser Punkt, das ist der ideale Punkt, um euren Orbit zu erweitern, um euren Orbit zu vergrößern. In der Regel, wenn ihr in die Richtung burnt, vergrößert ihr euren Orbit. Auf der anderen Seite des Navballs, also von diesem Ball hier, gibt es umsonst denselben Indikator mit dem X drin. Wenn ihr dahin burnt, verkleinert ihr euren Orbit. Aber wir wollen uns auf mindestens 80.000 Meter, gehen wir vielleicht mal auf 85.000 oder sowas. Wir haben eh mehr als genug Sprit, wir können uns das erlauben mit der Rakete jetzt, hier ein bisschen Treibstoff zu verschwenden, sag ich mal. So, wir gehen jetzt auf einen Apoapsis von 85.000 Metern und dann erkläre ich euch, was hier die nächsten Schritte sind. Oder vielleicht sogar, ne, 85.000 sollte reichen, denke ich. So, und was jetzt euer Ziel ist, ist, wie ihr seht, wir haben jetzt hier so eine Art Ellipse. Also so eine elliptische Form. Die Apoapsis ist der Höchstpunkt in eurem Orbit. So, gehen wir auf 90.000, komm, so. So, auf 90.000 Kilometern, Kilometer, genau, 90.000 Kilometer. Auf 90.000 Metern Höhe befindet sich jetzt der Höchstpunkt in unserem Orbit. Und wir kippen jetzt auf diese 90-Grad-Marke hier zwischen Blau und Orange. Und so. Jetzt mal kurz rein, damit ich euch das hier einmal demonstrieren kann. Wir stehen jetzt quasi quer zum Planeten, denn wir wollen jetzt nicht mehr nach oben, wir wollen jetzt nur noch seitwärts fliegen, weil wir wollen jetzt Seitwärtsgeschwindigkeit in diese Richtung aufbauen, damit wir halt seitwärts um den Raketen, um den Planeten herum weiterfliegen werden, in einem Kreis halt einfach. Und das macht man halt, indem man Fettgeschwindigkeit in diese Richtung aufbaut, damit wir halt schön im Kreis immer aufgrund dieser Geschwindigkeit um den Planeten kreisen. Das nennt man dann halt ein Orbit, ne? So funktioniert das. Und am besten kann man seinen Orbit halt erweitern an der Apoapsis selber. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen warten, bis wir ein bisschen näher sind an der Apoapsis. Wir sollten nicht zu spät anfangen, damit in diese Richtung zu burnen. Um uns zurück jetzt einmal nochmal F5 zum Quicksaven. Mit F9 kann man uns Quicksaves auch laden. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt in diesem Let's Play. Let's Guide, wie auch immer. So, wir werden jetzt noch ein bisschen warten, bis wir ein bisschen näher an die Apoapsis reinkommen. Und dann werden wir anfangen, hier loszuburnen in diese Richtung. Ich würde fast sagen, wir machen das jetzt schon, um sicher zu gehen, weil wir haben ein relativ schwaches Triebwerk jetzt nur noch. Das Triebwerk, das wir vorher eingebaut hatten, das war um einiges stärker. Und wir sollten jetzt vielleicht auch noch ein bisschen aufwärts burnen. Wie gesagt, ein bisschen auf diesen Marker hin. An der Apoapsis selber wird der Marker dann bis hierhin gewandert sein. Und wie ihr seht, die Apoapsis kommt uns, glaube ich, immer noch ein bisschen näher, aber nicht mehr so schnell wie vorher, weil
Die entfernt sich tatsächlich von uns jetzt gerade ein bisschen, wie ihr vielleicht schon merkt. Die entfernt sich gerade von uns, denn wie ihr auch seht, hier die Ellipse die vergrößert sich immer mehr und wird nach und nach zum Kreis jetzt. Im Idealfall sollten wir die Apoapsis nicht überschreiten. Sobald wir die nämlich überschreiten, fallen wir langsam wieder zurück in Richtung Planeten und verschwenden ein bisschen Treibstoff. Deswegen sollte man versuchen, ein bisschen verfrüht anzufangen, den finalen Burn hier zu machen, sag ich mal, um den Orbit rund zu machen und tatsächlich zu einem Orbit zu machen. Und jetzt gleich werden wir den Punkt erreichen, denke ich mal. Ja, da haben wir die Apoapsis leider schon überschritten. Das heißt, das ist jetzt kein perfekter Burn. Da hätte ich ein bisschen früher anfangen müssen zu burnen. Aber das können wir mit Leichtigkeit einfach korrigieren, indem wir jetzt einfach ein bisschen hier nach oben burnen. Wir sehen, wir burnen es hier wieder ein bisschen aufwärts, ganz leicht. Leichter Inklination nach oben. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt zwar langsam wieder Richtung Planet zurückfallen, aber solange wir nicht unter 80.000 Meter, die 80.000 Meter Marke unterschreiten, weil da kommen wir wieder zurück in die Atmosphäre, sollten wir trotzdem in Butter sein. Es ist, wie gesagt, kein perfekter Orbit, den ich gerade etabliere. Aber ich denke, das solltet ihr hier replizieren können. Wie gesagt, bei euch müsst ihr dann am besten einfach anfangen, ein bisschen früher zu burnen. Das sollte dann hinhauen. Wie ihr seht, der Orbit wird jetzt hier nach und nach immer größer und die Geschwindigkeit, mit der ich mich jetzt dem Planeten nähere, sollte nach und nach immer weniger werden, immer geringer werden, weil wir jetzt halt, ihr seht es ja hier, ne? die Kurve, die wird jetzt hier immer runder und runder und wird am Ende zu einem Kreis werden. Zu einem Orbit eben halt. Und wir haben noch 2400 Delta V, diesmal wird es reichen. Die letzten paar Versuche, die ich halt alle rausgekattet habe, weil es halt nicht geklappt hat, die sind alle leider missglückt, weil ich halt nicht ganz genug Treibstoff hatte. Aber diese Rakete ist um einiges Anfänger und anfängerfreundlicher und verzeiht Fehler um einiges mehr. Und wie ihr seht, das wird sie immer runter und am Ende wird es dann gleich zu einem Kreis werden. Wir können es, glaube ich, einfach. Uiuiui, noch nicht nach unten bleiben. Wir können es langsam mal hier nach unten switchen. Wie ihr seht, am Ende werden sich diese beiden Enden hier gleich treffen. Und da wird dann gleich ein neuer Punkt entstehen. Der hat auch einen Namen, wie die Apoapsis, einen fancy Namen. Und zwar ist das die Periapsis. Und das ist der tiefste Punkt im Orbit. Und die wollen wir jetzt auch noch erhöhen auf ungefähr. Ja, gleich sind wir da. Auf 81.000 Meter oder auf 80.000 Meter. Also alles über 80.000 Meter ist ausreichend, denn 80.000 Meter. Ist, wo die Atmosphäre beginnt. Vielleicht burn ich noch ein bisschen mehr, um sicher zu gehen, dass wir wirklich nicht wieder in die Atmosphäre reindippen. So. Und jetzt sind wir hier bei 84.000 Meter bei der Periapsis, bei der Apoapsis sogar bei 137.000 Metern. Das ist jetzt kein perfekt runder Orbit, wie ihr seht. Die Apoapsis ist ein bisschen weiter entfernt als die Periapsis vom Planeten. Die Periapsis ist der tiefste Punkt des Orbits. Die Apoapsis ist der Höchstpunkt. Von der Periapsis kann man am besten den Orbit vergrößern oder die Apoapsis vergrößern. Und von der Apoapsis aus kann man am besten in die andere Richtung burnen. Und seinen Orbit halt verkleinern, beziehungsweise dann auch wieder landen zum Beispiel. Das ist der Sinn dahinter. Und wie ihr seht, wir sind jetzt hier im All und sind in einem Orbit. Das ist unser Orbit, ne? Hier dieser Kreis logischerweise. Und hier dürfte es auch stehen, Contract complete. Achso, ja, das ist der andere Contract mit dem Fallschirm, den haben wir auch abgeschlossen. Und wir orbiten this Kerbin. Achieve goal complete. We didn't have a recovery team that you'd be staying in space, so we're still looking. Great job. So, wir sind jetzt hier im Orbit um Kerbin, wir haben das jetzt geschafft. Wir haben es hier einiges an Science gekriegt dafür als Rewards. Ich würde sagen, wir machen auch kurz unsere Science-Experimente. Wir observen unsere Mystery Goo. Kriegen ein bisschen Science dafür, weil wir das Experiment, glaube ich, schon gemacht haben mit dem Mystery Goo in Space, aber egal. Dann loggen wir einmal die Temperature hier in Space, kriegen auch nochmal 12 Science für, wenn wir das hier am Ende recovern. Ich würde fast sagen, wir machen das einfach mal zweimal. Dadurch kriegen wir zwar nicht mehr Science, meines Wissens, aber das hat den Vorteil, sollte irgendeines unserer Module hier gleich kaputt gehen und verbrennen. Beim Re-Entry, wenn wir die Rakete wieder zurückholen in die Atmosphäre, dann haben wir noch ein Backup-Modul, das hoffentlich nicht verbrennt. Das ist jetzt der Sinn dahinter. Ja, Crew Report haben wir eigentlich auch schon gemacht, aber wir machen einfach mal noch einen. Ich glaube, EVA können wir noch nicht. Können wir schon EVA gehen? Ne, das muss man erst freischalten, glaube ich. Im Karrieremodus. Also ein EVA-Report können wir nicht auch noch hinterher schmeißen, das geht leider noch nicht. Ich glaube, ich schalte mal SAS aus. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, SAS verbraucht nämlich ein bisschen was an Electric Charge, also an Strom, deswegen schalte ich das erstmal aus. Aber ja, damit sind wir jetzt im Orbit und haben den Orbit etabliert. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Solltet ihr hier nebenher spielen wollen. Also, wie gesagt, baut eure Rakete, die ich am Anfang jetzt gerade gebaut habe, am besten mal ein bisschen um. Klatscht ein bisschen mehr Treibstoff drauf. Packt am besten dieses Triebwerk hier. Das ist das Terrier-Triebwerk. Packt das am besten hier auf eure Main-Rakete. Die Staging-Sequenz habt ihr gerade auch gesehen. Ihr macht am besten einen Gravity-Turn. Wie ihr den macht, ich glaube, der war sogar ganz gut, den ich ja gerade gemacht habe. Habt ihr gerade auch gesehen. Also Richtung 90 Grad rüberkippen hier. Mit WASD macht man das übrigens, da müsst ihr übrigens auf A drücken, um nach rechts rüber zu kippen und auf D. Ne, nehmt mal, hört mir nicht zu, ich habe gerade Müll gelabert eben. Ihr müsst auf D drücken, um nach rechts rüber zu kippen und nach A, um nach links rüber zu kippen, wie man es erwarten würde. Ich glaube, das war irgendwann mal anders, aber das wurde wahrscheinlich irgendwann geändert. Ja, ich spiele das Spiel schon ein bisschen länger, deswegen ignoriert, was ich gerade eben gesagt habe. Aber ja, Richtung 90 Grad rüber kippen und dann in die Richtung halt Gas geben. Nicht zu früh den Gravity Turn machen, sonst flippt eure Rakete und dann... gibt es ein großes Desaster, weil ihr abstürzen werdet.
Ja, nicht zu früh rüberkippen, nicht zu spät rüberkippen. Mindestens eine Apoapsis von 80.000 Metern etablieren, bevor ihr hier die Atmosphäre verlasst. Wie bereits gesagt, ich quicksave eine Stelle nochmal, dass ich nicht auszusehen den falschen Quicksave jetzt später dann lade. So. Genau, mindestens eine Apoapsis von 80.000 Metern etablieren. Und dann nicht zu spät vor der Apoapsis anfangen, ja, Richtung 90 Grad Punkt oder halt vielleicht auch leichter drüber. Ich muss jetzt noch leichter drüber burnen, damit ich halt hier nicht komplett die Apoapsis wieder überschreite. Wenn ihr merkt, dass ihr zu schnell auf die Apoapsis zukommt oder wenn die Apoapsis generell noch auf euch zukommt, müsst ihr halt noch mal ein bisschen hier nach oben burnen, also dass ihr halt ein bisschen vom Planeten quasi wegburnt, dass ihr nicht zu schnell auf den Planeten wieder zufallt, sag ich mal. Und dann, ja, dann klappt das schon, denke ich mal. Und, ja. Gut, das war's erstmal mit diesem Video, würde ich sagen. Das hat soweit schon mal ganz gut geklappt, denke ich. Damit würde ich sagen, returnen wir mal zu unserer Tracking Station. Anstatt zum Space Center. Und dann können wir jetzt hier sehen, da haben wir unsere Rakete im Orbit. Unseren Orbiter MK1, den werden wir aber in der nächsten Folge wahrscheinlich auch erstmal wieder landen. I guess schalten in der nächsten Folge wieder ein, falls ihr sehen wollt, wie man eine Rakete landet, die im Orbit ist. Das ist nicht schwer. An sich müsstet ihr fast schon wissen, wie das geht, weil ich es gerade schon erwähnt habe, mehr oder weniger, so indirekt, wie man quasi eine Rakete wieder landet. Aber das zeige ich euch dann im nächsten Part und da werden wir dann... Was wir dann machen werden, weiß ich gerade noch gar nicht so genau. Vielleicht versuchen wir schon zum Mond zu fliegen, aber das ist vielleicht schon ein bisschen sehr ambitious. Mit den Parts, die wir aktuell so unlocked haben. Da haben wir vielleicht noch nicht so genug Science für. Mal schauen, was wir dann im nächsten Part machen. Das war es erstmal auf jeden Fall für diesen Part. Lasst mir, wie bereits gesagt, lieben gerne ein Abo da. Im nächsten Part fliegen wir vielleicht schon zum Mond, vielleicht auch noch nicht. Vielleicht machen wir erstmal anderen orbitalen Spaß, wie zum Beispiel ist das ein Geostationary Orbit Establishen? Also so ein Orbit, der quasi gelockt ist mit der Rotation des Planeten. Also eine Rakete, die sich genauso schnell wie der Planet selber mit dem Planeten mitdreht. Und dann quasi also das wäre eine Rakete, die quasi genau über diesem Punkt permanent hovern würde im All. Weil die halt mit der Geschwindigkeit des Raketen, des Planeten gelockt ist. Ich weiß noch nicht genau, was wir im nächsten Part machen. Schauen wir mal. Wie auch immer, das war es erstmal für diesen Part. Lasst mir lieben gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wie bereits gesagt. Oder auch gerne ein Like, auch das würde mich sehr unterstützen. Oder halt auch gerne einen Kommentar und lasst mir da vielleicht in den Kommentaren Feedback da oder sowas. Ist immer gerne gesehen auf meinem YouTube-Channel. Wie auch immer, das war es erstmal von mir für diesen Kanal. Genau, ich vermische gerade wie alle Worte in dieser Aufnahme, ich weiß nicht warum. Egal, das war es erstmal für diesen Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag oder einen schönen Restnacht. Ich weiß natürlich nicht, wann ihr das Video geschaut habt. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quitt euch!